Hallo, ich bin Nadja Bernhardt. Und ich bin Tobias Pötzelsberger und gemeinsam machen wir heute die Seite im Bild. Und jetzt können wir euch mitnehmen und euch ein bisschen was zeigen. Wir freuen uns sehr. Also herzlich willkommen in unserem Reich, in unserem Büro. Da sitzen wir Moderatoren, also Tobias, Nadja und hier sitzt die Susanne und ihr gegenüber der Tarek. Genau, und wir machen das alles gemeinsam, also die Texte für die Moderationen schreiben wir selber, schreiben sie gemeinsam und das dauert schon ziemlich, also es ist eine intensive Arbeit und Chefs vom Dienst kommen auch vorbei, Grafiker kommen vorbei, aber ja, es geht sich immer. Die ZIP 1 wird traditionell eben von einem Pärchen moderiert. Heute ist ein bisschen eine Ausnahme, weil normalerweise moderiert Nadja mit Tarek Leitner und ich mit Susanne Höckerl. Und das ist einer der wenigen Tage, wo wir uns tatsächlich persönlich sehen, weil sonst entweder ihr seid da oder... Also die größte Herausforderung an der Live-Moderation ist sicherlich, wenn halt irgendwas passiert, also der Autocue ausfällt oder eine Kamera nicht funktioniert, da dann in der Sekunde gut zu funktionieren und dass das Hoppala nicht allzu groß ausfällt. Das ist, glaube ich, noch die große Herausforderung. Ja, aber ich mag das, das ist ein Nervenkitzel. Und hier sind wir im Heiligsten, im ZIP 1 Studio. Den Tisch kennt eigentlich auch jeder. Hier passiert's. Hier passiert's. Jeden Tag entweder um 17 Uhr oder um 19:30 Uhr. 365 Tage. Also es sind schon einige, die an der ZIP 1 beteiligt sind. Ich würde mal sagen, so 20 Redakteure und Redakteurinnen. Dann noch einmal so viele am Regieplatz. Außerdem Chef vom Dienst, Grafiker, wir gehören auch dazu. Also eine ZIP braucht sicher so 40 Leute. Die Paarung mit Nadja und mir ist eigentlich relativ ungewöhnlich, das passiert nicht so oft und es ist schon ein bisschen anders, wir mögen uns sehr, aber anders ist es. Anders ist es, ja. Und ich bin mit dem Tarek schon so lang ein Pärchen, also ich sage immer, das ist mein zweiter Ehemann. Alles, was wir übertags zusammenschreiben und uns zurecht schreiben, findet sich dann in der Autocue wieder. Genau, das ist vor der Kamera, die Zuschauer sehen es nicht, aber wir sehen es. Und hier irgendwo geht dann das Rotlicht an, so wissen wir, in welche Kamera wir schauen müssen. Natürlich auch immer informiert zu bleiben, also man kann jetzt nicht sagen, ich gehe erst um 9 Uhr ins Büro und um 17 Uhr ist vorbei, sondern das ist eigentlich ein Radl, das sich auch durch alle Urlaube zieht. Also, und man muss aufpassen, dass die Videos nicht gecrashed werden. Also das Ausland vermisse ich auf jeden Fall. Ich denke mir auch, dass ich irgendwann wieder als Auslandskorrespondentin irgendwo landen werde. Es ist eh bekannt, dass der Tobi ein wahnsinnig toller Musiker ist und musikalisch ist. Er spielt wunderbar Gitarre und singt gut. Ich singe auch nicht so schlecht, aber ich kann Ziehharmonika auch ein bisschen spielen. Und mein größter Wunsch ist, gemeinsam mit dem Tobi auf der Bühne zu stehen. Aber ich wollte gerade erzählen, dass du Ziehharmonika spielen kannst. Das hat sie nämlich erst vor kurzem gelernt. Und es gibt Videos, wo es Konzerte kleine gibt, aber die sind, glaube ich, nicht für die Öffentlichkeit. Nein, nein. Ich wäre total gern Profimusiker geworden, war vielleicht einfach ein bisschen zu schlecht dafür auf der Gitarre oder beim Singen, aber vor allem bin ich darauf gekommen, ich bin, glaube ich, ein besserer Journalist noch und Moderator und deshalb ist es so gekommen. So, das war's von uns. Ich hoffe, wir konnten auch einige Fragen beantworten und es war interessant. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, aber jetzt müssen wir uns vorbereiten. Die Sendung ruft. Baba, ciao.